Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir euch zeigen, wie man beim Passat 3BG oder beim Audi sowie Golf, eigentlich jedem Fahrzeug, was baugleich ist von 2001 bis 2005, den Automatikschaltknopf demontiert. Eigentlich relativ einfach, haben wir in 30 Sekunden durch. Wir haben das Fahrzeug derzeit auf P. Wir müssen die Gangschaltung auf den Gang 3 legen. Das tun wir mal eben schnell. Auf 3. Ziehen die Chromblende am unteren Rand der Schaltung nach unten, dass sie sich löst. So, wie man sehen kann. Wir ziehen einfach hinten am Chromknopf und ziehen die komplette Einheit nach oben. Dann ist diese bereits demontiert und locker. Nicht wundern, der Knopf fällt nach innen. Wundert vielleicht im ersten Moment, wie kriegt man ihn wieder raus. Kann man von innen ausdrücken. Und so hat man in wenigen Sekunden den Automatikschaltknopf demontiert. Nun sieht die Kulisse wie folgt aus. Und noch den Stab rüber, kann sich die Chromabdeckung abmachen, zur Seite packen und gegen einen neuen Schaltknopf tauschen. Dieser wird in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Ich hoffe, dass ich heute mit dem kurzen Video weiterhelfen konnte und dem einen oder anderen etwas Aufwand ersparen konnte. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abonnement freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.